Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute machen wir mal zusammen ein Fullface Two-Faced und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe keinen Primer und keine Foundation, deswegen verwende ich hier erstmal meine beiden Produkte aus meinem Project Pen, um eine Basis des Ganzen zu schaffen. Ihr findet übrigens die Produkte bei Lookfantastic, wo ihr mit Claudi Welt den maximalen Rabatt rausholen könnt. Ihr bekommt natürlich auch die Produkte bei Sephora und bei Douglas. Ich setze euch dazu mal die Links in die Infobox, je nachdem, wo die Produkte verfügbar sind. Und ich glaube, so gut wie alles, was ich hier habe, ist auch aktuell. Das Puder nicht ganz so, leider. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Too Faced sich auch ein Stück weit aus dem Markt zurückzieht. Also ab und an haben wir mal neue Drops, dass da auch neue Produkte kommen. Aber immer mal wieder, so Stable-Produkte verschwinden einfach, ne, und kommen auch irgendwie gar nicht wirklich wieder. Ich habe jetzt nicht ganz aufgepasst, weil ich habe jetzt das Magic Finish drauf. Das verträgt sich leider nicht mit jedem Concealer. Ich bin mal gespannt, ob es hiermit funktioniert. Das ist der Born This Way Ethereal Light Illuminating Smoothing Concealer. Den habe ich in der Farbe Oatmeal. Das ist dieser hier. Und den Look, den ich jetzt übrigens schminke, habt ihr vielleicht auch schon in meinem Live gesehen, wo ich euch mein neues Buch vorgestellt habe. Vergangene Verse, das kriegt ihr jetzt nämlich im Pelletier Verlag, beziehungsweise die beiden, das ist ja einmal ja mein Poesiebuch, was ich selber geschrieben habe, als ich noch sehr, sehr jung war, also so von 16 bis 18 ungefähr. Und außerdem habe ich ja auch noch meine Gedanken, also das ist ein 5-Minuten-Tagebuch mehr oder weniger, da könnt ihr selber dann euer Tagebuch mit gestalten und ja. Da habt ihr dann jeden Tag einfach 5 Minuten Zeit, um euch mit dem Tag zu beschäftigen, mit euren Gedanken, mit euch selber zu beschäftigen. Aber das hier ist halt so ein richtiges Herzensbuch, ne? Also schaut gerne in der Infobox vorbei, da habe ich euch die beiden Bücher auch verlinkt. Ja, den Concealer arbeite ich mir jetzt einfach mal mit einem Schwämmchen ein. Der Concealer hat eine relativ leichte Deckkraft, aber der funktioniert eigentlich schon mit dem Magic Finish, würde ich sagen. Ne? Das geht auf jeden Fall klar. Ich muss nur aufpassen, dass ich mit dem Schwämmchen dann nicht allzu sehr das Magic Finish tangiere, weil das Magic Finish mag leider nicht so gerne ein feuchtes Schwämmchen. Also wenn man wirklich nur eine ganz leichte Deckkraft haben möchte, ist dieser Concealer gar nicht so verkehrt. Wie gesagt, ich habe die Farbe Oatmeal. Ich habe jetzt aber auch nur sehr, sehr wenig verwendet. Als weitere cremige Textur habe ich hier die Shadow Endurance. Das ist ja so ein Staple-Produkt, ne? Das ist einfach der Lidschattenprimer, den es so gibt. Ich glaube, den gibt es mittlerweile sogar in einer anderen Verpackungsform. Oh, ich glaube, ich muss es mal schütteln. Hatte ich letztens erst in dem Set drin. Weil manchmal trennen sich natürlich die Inhaltsstoffe, ne? Damals habe ich den nur verwendet oder den Urban Decay, Primer Potion war das ja damals, ne? Und ja, nach und nach haben immer mehr Marken auch sehr gute Lidschattenprimer auf den Markt gebracht. Und bei dieser Lidschattenbasis hat man sie entweder geliebt oder gehasst. Ich mochte die tatsächlich immer sehr gerne. Die ist jetzt nicht mit einer eigenen Deckkraft oder so groß unterwegs. Sie sorgt einfach dafür, dass das Lid gleich nicht irgendwie nochmal separat eingefärbt wird oder so. Das ist einfach nur eine Basis fürs Auge, ne? Separat vor allem. Also falls jetzt irgendwie eine Farbe einen Tint hinterlassen würde, kann das entsprechend dafür sorgen, dass die Farbe eben nicht die Haut einfärbt. Und so ein Lidschattenprimer hilft auch so ein bisschen, dass die Lidschatten nicht im Laufe des Tages in die Falte reinrutschen. Und damit hier gar nichts irgendwo hinrutscht, nehme ich hier von Too Faced das Primed and Poreless Powder. Ja, das ist halt so ein Produkt, das habe ich jetzt auch in meinem Project Pen drin, was leider, leider gar nicht mehr so verfügbar ist. Also ganz merkwürdig, ne? Dann nehme ich mir jetzt einfach mal einen Pinsel von Letizia Lehmark und trage mir das einfach ganz leicht auf meinem Gesicht auf. Davon auch nicht zu viel, weil zum einen habe ich ja durch das Magic Finish schon eine relative Abmattierung und zum anderen möchte ich ja nicht allzu mattiert aussehen. Ich mag es ja, wenn ich ein bisschen glowy noch bin. Und damit das Ganze auch ein bisschen Pep mir wieder bekommt, habe ich diese wunderschöne Palette, Turn Up the Light. Und da haben wir, also ich habe auch die Farbe Light, ne, 3 verschiedene Sachen drin. Das sind 2 Highlighter, ein sehr feiner, ein etwas gröberer und ich werde jetzt dieses Puder in der Mitte verwenden. Das ist ein Finishing Powder, einfach das Soft Focus. Und damit kann man noch ein bisschen mehr, ja, ich weiß nicht, Leben ins Gesicht zurückbringen, falls man vorher halt ein mattes Puder verwendet hat, ne? Das wirkt halt ähnlich wie zum Beispiel diese Hourglass-Puder oder ja, Love hatte sowas ja auch mal.
Und es gibt halt nicht wirklich Glanz oder so mit rein, aber es nimmt so ein bisschen das Matte wieder weg. Ne? Ich glaube, das kann man ganz gut sehen. Finde ich sehr, sehr schön. Also ich mag diese Palette wirklich gerne. Und jetzt kommt natürlich ein Produkt, was ich glaube, viele von uns im Schrank haben. Von Too Faced ist das hier nämlich der Bronzer in der Farbe Milk Chocolate Soleil. Ich habe den auch noch in der Farbe Chocolate. Ich habe hier ein Haar. aber ich werde mir jetzt einfach... Oh ja, stimmt, da war ja was. Der ist sehr, sehr weich. Ich werde mir den jetzt einfach mal auftragen, um mein Gesicht etwas aufzuwärmen. Ja, ich habe ein bisschen viel verwendet. Upsi. Lässt sich aber schön ausblenden, also das ist überhaupt kein Problem. Die Farbe Chocolate, also die normale Farbe, passt mir im Sommer eigentlich ganz gut. Aber im Winter greife ich sehr gerne zu dem Milk Chocolate. Ihr seht ja auch das Ergebnis, ne? Das macht halt so einen leichten Bronzing-Effekt. Das hat gleichzeitig auch noch diesen leichten Duft von Schokolade. Und ich mag diesen Bronzer einfach sehr gerne, wie man ja auch an dem Bronzer hier drin so sehen kann. Aber wie gesagt, passt ein bisschen auf. Da kommt sehr viel Produkt auf den Pinsel. Habt ihr auch solche Staple-Produkte von Too Faced, sage ich mal, die, also jetzt sind wir ja gerade beim Full Face Too Faced, ne, die ihr auch irgendwie immer so als No-Brainer habt? Schreibt das mal gerne in die Kommentare. Ja, bei mir sind es halt wirklich einige dieser Produkte, die ich auch hier habe, auch Sachen, die ich schon seit Jahren hier habe und in Anwendung habe. Also ja, eigentlich ist es schon eine Marke, wo man sagen muss, die haben gute Produkte, sind natürlich teuer, aber schon irgendwie ihren Preis wert. Vor allem so im Base-Bereich, finde ich persönlich. Ne? Aber bei den Lidschattenpaletten ist es immer etwas verrückt. So, jetzt habe ich den Bronzer aufgetragen und ich finde ihn sehr, sehr schön. Und er ist auch wirklich warm. Also das ist jetzt kein aschiger oder so. Ne? Also man sieht es bei mir. Ich habe ja so einen neutralen, kühlen Hautunterton und bin super, super hell. Und ja, da sieht man halt wirklich auch entsprechend den Bronzer. Als nächstes habe ich hier ein recht neues Produkt, das ist ein Blush. Und zwar ist es der Cloud Crush in der Farbe Tequila Sunset. Und hier haben wir dieses wunderschöne Polly Pocket Design auch wieder am Start. Ne? Ich hätte auch in der Palette, die ich gleich verwende, noch Blush Bronzer Highlighter, aber die möchte ich jetzt einfach mal hier separat verwenden. Und ja, ne, genau, vielleicht dann die Tage mal die Base-Produkte aus der Palette. Aber bei diesen Base-Produkten weiß ich einfach, dass sie auch echt gut bei mir funktionieren. Bis auf den Highlighter, da müssen wir gleich mal gucken. Den hatte ich bislang nur einmal so testweise geswatcht. Aber dieser Blush ist halt auch genauso wie der Bronzer wieder sehr smooth und funktioniert einfach klasse. Und das letzte Polly Pocket Produkt, was ich hier habe, ist hier von Too Faced der Moon Crush Highlighter in der Farbe Shooting Star. So schaut der aus, habe ich euch letztens auf einem Haul gezeigt, kann ich euch mal im i verlinken. Und dann nehme ich jetzt einfach auch mal diesen Pinsel, den ich jetzt schon die ganze Zeit verwende, dippe da vielleicht zweimal so rein. Oh ja, Too Faced hat schon intensive Highlighter, ne? Huiuiuiui, das kann ich auf jeden Fall für beide Seiten verwenden. Also einmal dippen hätte theoretisch gereicht. Man muss es mögen, dass man den Schimmer halt auch sieht, weil wenn man näher rangeht, dann sieht man auch, dass es doch etwas gröber unterwegs ist. Es ist nicht so super fein, so super subtil, ne? Ich würde ihn fast schon als ein bisschen oldschool bezeichnen von der Textur her, weil mittlerweile sind die Highlighter ja alle sehr, sehr fein. Ja komm, hier muss noch ein bisschen mehr Schein rein. Und deswegen, ja, wie gesagt, muss man das mögen. Ich finde es jetzt so eigentlich okay. Ich denke, dass ich mir gleich noch ein bisschen Blush drüber geben werde, damit das Ganze etwas gedämpfter wird, ne? Und etwas natürlich in Anführungsstrichen aussieht. Also das wäre jetzt nicht unbedingt ein Produkt, wo ich sagen würde, Mensch, rennt los, holt euch den definitiv. Ne? Der ist ganz süß, aber es gibt halt auch feinere, wenn ihr feiner mögt, zum Beispiel in der Drogerie. Wie gesagt, ich gebe jetzt hier noch ein bisschen Blush drüber, um den etwas zu smoothen, weil der Blush ist ja auch matt. Ne? Und wow, also der ist wirklich sehr intensiv, der Highlighter, der kommt durch. Gut, ja, als nächstes pule ich mir hier mein Haar aus dem Auge, danke, verwende ich Augenbrauenprodukte. Da habe ich hier einmal den Super Fine Brow Detailer Ultra Slim Brow Pencil. Den habe ich in der Farbe Taupe. Ja, Too Faced lässt sich natürlich auch nicht lumpen und hat hier auf jeden Fall dann auch nochmal ein Herzchen reingemacht. Schon süß, ne? Ja, und wir haben halt eine sehr feine Mine hier vorne dran, die so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, so länglich präzise ist. Und auf der anderen Seite haben wir dann einen Spoolie am Start. Wo ich mich jetzt hier auch von Namen betrachte, muss ich leider sagen, dass eine perfekte Base definitiv anders aussieht. Also das Magic Finish und das Puder sind nicht immer Freunde. Ich habe beide ja zusammen auch im Project Pen. Manchmal funktioniert es richtig gut, manchmal so gar nicht. Und heute ist so ein Tag, wo die beiden sich nicht unbedingt leiden mögen. Die Farbe von dem Augenbrauenstift finde ich persönlich aber wirklich grandios. Also
Es ist schwierig für mich mit meinen natürlich blonden Haaren, die mittlerweile auch so ein bisschen grau werden wollen, die perfekte Farbe zu finden, was Augenbrauenstifte angeht, ne? Aber hier der Taupe, ich persönlich finde, das geht vollkommen klar. Und dann werde ich das Ganze fixieren. Da habe ich das Fluff and Hold Laminating Brow Wax. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil es kommt sehr, sehr viel Produkt raus, wenn man halt das Bürstchen so rauszieht. Das kann man ein bisschen abstreifen. Vor allem so an der Spitze würde ich das empfehlen, weil ansonsten hast du wirklich sehr, sehr viel Produkt drauf, was du dann erstmal verteilen musst, aber das hast du leider sehr, sehr häufig bei Augenbrauenprodukten. Es ist aber ein gutes Augenbrauenfixierungsprodukt, was mir auch sehr gut gefällt und ich deswegen auch in ständiger Anwendung bei mir in meinem Schminktisch hier drin habe. Das ist nicht so intensiv wie zum Beispiel der 24 Hours Brow Setter oder so, das heißt, du kannst ja auch noch ein bisschen deine Augenbrauenhärchen formen, das heißt, ich kämme die immer erst so ein bisschen hoch, gehe dann zur anderen Seite, gehe aber nicht nochmal extra rein, weil da ist echt genug Produkt drauf, ne? Und dann lege ich mir gleich einfach im nächsten Schritt das, was zu hoch steht, flach. Normalerweise hat man ja nicht so lange Augenbrauenhärchen. Bei mir ist es so, dass ich ja die Augenbrauen- und Wimpernwachstumsserien verwende, zum Beispiel das Grande Lash, Grande Brow, das Grande Set, kann ich euch auch gerne in der Infobox verlinken. Weil ich habe halt nicht viele Augenbrauenhärchen und deswegen versuche ich mit dem, was da ist, ein fluffiges Bild zu kreieren. Kann man eigentlich so mal sagen, ne? Als nächstes widmen wir uns der Lidschattenpalette, beziehungsweise im Prinzip ist es eine komplette Face-Palette. Da hat man nämlich auch noch Blush, Bronzer und Highlighter mit drin. Das ist die Weihnachtskollektionspalette von Too Faced aus diesem Jahr. Merry Merry Makeup heißt die und hier haben wir diesen schönen Tannenbaum drauf. Ich finde die einfach sehr hübsch, ne? Mal gucken, wie die in der Qualität so ist. Beim Swatchen hatte ich beim Haul schon gesehen, dass wir hier sehr viele Topper-Shades drin haben, was natürlich dann manchmal etwas schwierig ist. So schaut die aus. Und jetzt möchte ich mal gucken, wie wir die so aufs Auge bekommen. Ein bisschen sperrig ist das Schätzelein mit einer Folie, die ich erstmal entfernen werde. Genau, und wie gesagt, wir haben ja auch Blush, Bronzer, Highlighter mit drin, aber das habe ich ja schon drauf. Ich glaube, ich mache auch einen eher dezenten Festtagslook quasi und beginne mit dem Ton Trimmings. Das ist dieser Taupe-Ton hier oben. Und den setze ich mir einfach hier in meine Lidfalte rein, ganz entspannt. Muss ich ein paar Mal öfters reingehen, damit man den Ton auch ein bisschen mehr sieht. Ne? Also eine sehr, sehr zurückhaltende Geschichte. Als nächstes nehme ich mir den Ton Tree Topper. Das ist dieser Taupe-Ton, der etwas dunkler ist als der, den ich gerade aufgetragen habe. Und den setze ich mir einmal hier außen hin und schaue einfach mal, wie da die Intensität ist. Okay, der ist sehr, sehr ähnlich zu dem, was ich jetzt schon auf dem Auge drauf habe. Und der kommt dann auch in die Lidfalte. Ich versuche das jetzt einfach mal ein bisschen noch dunkler hinzubekommen oder zu intensivieren, aber funktioniert nicht so wirklich. Es ist schön, natürlich und so, ne? Aber da hätten sie sich auch den hier, sage ich mal, als Ton sparen können, weil der ist ja schon sehr vergleichbar mit dem, den ich gerade aufgetragen habe. Mal gucken, ob Chestnuts Roastings, das ist dieser etwas dunklere Braunton, das Ganze noch etwas dunkler hinbekommt. Ja. Der kommt auf jeden Fall etwas mehr raus und den setze ich mir nur hier außen hin. Und mit einem etwas feineren Pinsel gehe ich dann auch nochmal in diesen Ton rein und setze mir den ganz präzise an den unteren Wimpernkranz. Bevor ich Schimmertöne verwende, gehe ich immer gerne auf Nummer sicher und verwende zum Beispiel hier den NYX Glitter Glow. Den bekommt ihr übrigens auch bei Look Fantastic und ich finde den sehr, sehr effektiv. Achso, den gebe ich mir aber lieber, dann mache ich mir den Pinsel, den ich gerade verwendet habe, nochmal sauber auf so einen Pinsel drauf. Und trage mir den dann ganz entspannt auf meinem Lid auf. Der verhindert einfach, dass da irgendwas durch die Gegend krümelt, ne? Und hält alles ein bisschen besser an Ort und Stelle. Ich denke, wenn man mit einer feuchten Base arbeiten würde, hätte man einen sehr ähnlichen Effekt. Ich habe aber nicht so gerne eine feuchte Base bei mir auf dem Auge. Ich glaube, der Ton Winter Wonderland könnte jetzt richtig gut kommen. Also da habe ich wirklich Bock drauf. Und das ist auch ein Ton, der hat so ein bisschen bläulichen Schimmer auch mit drin. Der sieht sehr, sehr interessant aus. Also finde ich schon ziemlich ansprechend. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie der auf dem Auge rauskommt. Den tupfe ich mir jetzt einfach mal drauf. Okay, durch den NYX Glitter Glue hat er auf jeden Fall die Möglichkeit, deutlich mehr Deckkraft abzugeben. Also kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Und den setze ich mir jetzt auch komplett aufs ganze bewegliche Lid. Ich glaube, das passt sehr, sehr gut, ne? Das mag ich. Ich kann ja mal gucken, wie das aussehen würde, wenn ich mir den ohne Glitterglue auftragen würde. Also das ist jetzt mal repräsentativ mein Auge. Ja, der kommt nur als Topper dann raus, ne? Das ist schon ziemlich krass. Da sieht man halt meine Ader noch richtig durchscheinen. Aber wenn man halt den NYX Glitterglue drunter gibt, ohne Flachs, Leute, das ist einfach ein Gamechanger-Produkt. Dadurch wirkt der halt viel, viel intensiver.
Für meinen Innenwinkel verwende ich jetzt den Ton Snowball. Das ist dieser super helle Schimmerton hier, der auch ein bisschen was Güldenes mit dabei hat. Und da habe ich gerade den Pinsel, womit ich auch den Glitterglow aufgetragen habe, ein bisschen sauber gemacht und setze mir den Ton einfach in meinen Innenwinkel. Und dadurch kommt der sehr, sehr schön zur Geltung. Keine Frage. Ich finde, der Look ist wirklich wunderschön geworden. Aber braucht man dafür eine 50-Euro Palette oder tut es auch vielleicht eine aus der Drogerie? Das muss man für sich selber entscheiden. Ich glaube, dass diese Palette vor allem das Verkaufsargument Packaging hat und dass du hier auch die Möglichkeit mit Blush, Bronzer und Highlighter mit dabei hast, sofern die Töne dir passen. Das ist halt auch noch die Sache, ne? Aber ansonsten, ja, mit einem Glitterglue auf jeden Fall schön anzuwenden. Ansonsten wird es wahrscheinlich etwas leichter auf dem Auge aussehen. Der Ton erinnert mich ein bisschen an den Mondays-Ton aus der Palette von Hatice Schmidt. Das war ja, glaube ich, die Day-Palette, die sie hatte, genau. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Catrice X Jenny-Palette erinnert. Da gab es auch so einen grünen Schimmerton mit drin. Das kommt dem schon sehr nahe, ne? Okay, als nächstes möchte ich mir jetzt einen Eyeliner ziehen. Da habe ich jetzt hier auch den Better Than Sex Easy Glide Waterproof Liquid Liner. Den habe ich auch relativ neu. Und der hat vorne halt so eine richtig tolle Pinselspitze dran, was ich persönlich ja richtig feiere. Also das ist voll mein Vibe. Und jetzt schauen wir mal, inwiefern ich meinen Blick noch etwas intensivieren kann. Das sieht schon mal echt nice aus und hat wirklich gut funktioniert. Ich bange ja immer, ob die andere Seite dann genauso wird. Mal gucken. Nö, der ist jetzt ein bisschen intensiver geworden. Passiert. Ja, wir haben sie jetzt einigermaßen gleichmäßig. Ich persönlich finde den Eyeliner sehr, sehr schön. Hat jetzt in der First Impression, die ich jetzt ja hatte, sehr gut gemalt. Lässt sich schön auftragen. Ist schön satt von der Farbe her. Auch hier wieder die Frage, möchte man, ich weiß nicht, 20 Euro, 25 Euro dafür ausgeben oder nicht? Ist jedem selber überlassen. Ich persönlich finde ihn klasse und werde ihn sehr gerne weiterverwenden. Jetzt werde ich das Ganze fixieren. Und zwar habe ich hier die Make-up Endurance 18 Hours Wear Long Wear Setting Spray Geschichte. Das ist auch eine Full Size, die ich mir jetzt gekauft habe. Und sie hat eine Kugel drin. Ich fühle mich so ein bisschen wie ein Graffiti Sprayer. Okay, das kommt so fupp, fupp, fupp raus, ne? Schon sehr tropfig, nicht super fein, riecht ein bisschen blumig. Jetzt muss ich mal gucken, wie sich das dann auf dem Gesicht macht und ob es vielleicht sogar dafür sorgt, dass meine Foundation und das Puder sich auch ein bisschen lieb haben wollen. Dann wiege ich meine Wimpern hier mit meiner Catrice Wimpernzange. Das ist einfach meiner Meinung nach die beste. Doch, also das Setting Spray macht jetzt erstmal einen echt guten Eindruck. Das fühlt sich nicht an wie Haarspray auf dem Gesicht und ich finde auch, dass es so ein bisschen noch den Glow wieder rausgeholt hat. Also ich finde, dass mein Gesicht jetzt ein bisschen schöner einfach aussieht und hoffentlich hält dadurch natürlich das Make-up auch ein bisschen länger. Ich möchte gerne jetzt zwei Mascaras verwenden, denn zum einen hat Too Faced ja die ganz normale Better Than Sex Mascara, die ich auch großartig finde. Aber ich möchte dem gerne die Doll Lashes Mascara gegenüberstellen und dann quasi die Mascaras alle beide auf meine Wimpern bringen. Ich kann mir vorstellen, dass das Produkt, was in dem hier Container drin ist, das gleiche ist, aber dass die Bürstchen sich unterscheiden, weil das Packaging an und für sich fühlt sich sehr, sehr gleich an und das ist dann wahrscheinlich auch so eine Präferenzfrage. Wir haben bei der Too Faced Better Than Sex Mascara wie immer dieses ja, sehr puffige, erdnussformige Bürstchen und bei der Doll Lashes Mascara haben wir ein bananenförmiges Bürstchen. Wenn ihr eine bananenförmige Mascara verwendet, verwendet es so, dass quasi die Wölbung nach oben zeigt, also dass es quasi eurer Augenform folgt, dann könnt ihr die auf jeden Fall besser auftragen. Die lassen sich dann ein bisschen schlechter drehen, wenn man das so rauszieht. Ich kann euch hier mal ein Video verlinken, wie ich so meine Mascara auftrage. Das war, glaube ich, ein Short. Und hier habe ich einfach so ja, die optimale Möglichkeit, um mir meine Wawawoom Lashes zu machen. Mal gucken, wie ich mit beiden so klarkomme. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Beide Mascaras sind für sich eigentlich schön, aber sie machen bei weitem nicht mehr das für meine Wimpern, was andere Mascaras wie zum Beispiel die Mesauda Big and Thick Lashes oder die Nabla Vicious macht. Wir haben bei beiden eine schöne
ja, Betonung der Wimpern, ne? Das sieht man eigentlich ganz gut, wenn ich jetzt so nach oben gucke. Aber es ist nicht so mega Wawawu-mäßig. Ich würde schon sagen, dass die ja, Better Than Sex Mascara halt nach wie vor so ein Staple-Produkt ist, so ein Klassiker. Und die Doll Lashes einfach noch ein ganz kleines bisschen einen drauflegt, was halt so die Dichtigkeit der Wimpern angeht, ne? Aber was jetzt so länger angeht, machen die beiden Mascaras nicht so ultimativ viel. Also da gibt es tatsächlich mittlerweile einiges auf dem Markt, wo ich eher zugreifen würde. Aber trotzdem, schönes Ergebnis, schöner Augenaufschlag, könnte aber besser. Mensch, wir sind ja echt schon fast fertig, das ist ja Wahnsinn. Ich habe jetzt hier noch einen Lip Liner, und zwar Lip Injection Extreme Lip Shaper. Ich bin echt gespannt, in der Farbe Puffy Nude. Wir haben hier auch am Deckel, ne, dieses schöne Emblem mit dabei. Es sieht wirklich hübsch aus. Also Too Faced hat es packaging-technisch sowieso raus. Hier muss man hinten drauf drücken, dass er vorne rauskommt. Und der kommt halt nicht so spitz raus, das finde ich auch sehr interessant, sondern der kommt halt so zylindrisch raus, ne? Also quasi vorne abgeflacht. Das heißt, mit den Seiten von dem Lip Liner könnte man gegebenenfalls die Lippenkontur etwas schärfer nachziehen. Ich finde es ein bisschen ungewöhnlich. Oh, aber die Farbe gefällt mir richtig gut. Das ist so ein bisschen dunkler als meine normale Lippenfarbe und das passt richtig, richtig gut. Und der gleitet auch ganz toll über die Lippen. Ich könnte mir fast schon vorstellen, wenn ich den nämlich so runterziehe, du kannst den auch solo tragen. Also da muss nicht unbedingt noch was drüber und ich merke auch, dass da irgendwas auf meinen Lippen passiert. Ich weiß aber noch nicht, ob das warm oder kalt ist. Es prickelt. Oha, die Farbe ist großartig. Das Gefühl ist eher Wärme. Mag ich persönlich nicht so ultimativ gerne. Wir gucken mal. Okay, ja, ich habe hier nämlich noch weitere Lip Injections, weil, ne, wir wollen ja richtig einen raushauen. Da gibt es diese Hangover Lip Balm Geschichten, Lip Treatment in einem Dreier-Set jetzt auch zu Weihnachten. Einmal den ganz klassischen, ein Sparkly und ein so ein, ja, ich glaube, den gebe ich mir auf und den toppe ich mir irgendwie drüber. Mal gucken, weil das hier ist ja einfach so ein ganz normal durchsichtiger, ne, da ist ja jetzt nicht so viel zu holen. Hätte ich mir wahrscheinlich am Anfang vom Schminki auftragen müssen. Und ja, das ist einfach nur ein Lip Balm. So schaut er aus. Ist durchsichtig, ne? Kann man auf jeden Fall machen. Und ja, das Füßchen ist auch ein Füßchen halt. Das ist jetzt nichts Spektakuläres. Also das kann ich euch auch mal zeigen. Ne? So schaut das aus. Aber es ist, wie gesagt, jetzt nichts super Aufregendes. Riecht fruchtig. Okay. Ich trage mir jetzt diese Farbe auf. Die nennt sich Holiday Wine. Mal gucken, ob das jetzt hier so drüber kann und ob ich darüber dann auch nachher noch ein bisschen Sparkles drüber kriege. Der hat auch Kavum dahinter. Also ich finde den wunderschön. Farbe mag ich, aber das Gefühl auf den Lippen ist schon eine Hausnummer. Also das muss man mögen. Ich bin ja relativ schmerzunempfindlich. Und wenn man so gar nicht drauf abfährt, dass man irgendwie so ein Prickeln auf den Lippen hat oder dieses Wärmegefühl, das fühlt sich schon so ein bisschen an wie Sonnenbrand auf den Lippen. Doch, so kann ich das vielleicht beschreiben. Macht aber was Schönes, ne? Der ist jetzt nicht, dass er doch ein bisschen Fäden zieht, das schon, ne? Okay. Aber ja, das ist blöd. Ich finde die Farbe so schön. Also ich finde den eigentlich total klasse und gebe mir jetzt hier darüber mal dieses hier, das Lip Treatment in der Farbe, auch so Spiced Cider, dass man da vielleicht ein paar Sparkles reinkriegt, obwohl das natürlich auch schon super gut mit meinem Oberteil so passen würde, ne? Das mit den Fäden ist doof. Der riecht nach Lebkuchen. Krass. Jetzt habe ich ein paar Sparkles drauf, die jetzt aber nicht irgendwie aufdringlich wären, was ich gut finde. Bevor ich sowas dann wieder reinpacke, mache ich das immer sauber, weil ich habe das jetzt ja quasi auch ein bisschen dreckig gehabt, weil ich ja über den anderen gegangen bin, quietsch. Und ja, hätte jetzt einmal mein komplettes Full-Face, Two-Faced. Wenn ihr mich jetzt so sehen würdet, wenn ich Videos drehe, würdet ihr doch nicht sagen, Mensch, die hat ein Full-Face, Two-Faced im Gesicht, oder? Das ist halt immer die Sache, weil ich habe jetzt echt erheblich viel Geld im Prinzip ja auch auf dem Gesicht. Ich bin ja immer so dafür, dass man so einen gesunden Mix aus Drogerie und High-End sich aufträgt und halt genau die Produkte sich raussucht, die eben gut funktionieren und eben diese High-End-Produkte dafür verwendet, fürs Gefühl. Dass man einfach weiß, so Mensch, jetzt habe ich hier, keine Ahnung, ein 30-Euro-Lippi auf den Lippen oder so. Wenn der aber so Fäden zieht, ist das blöd. Oder halt, wenn man sich so einen Blush aufträgt oder ne, so ein Produkt so mittendrin oder einfach ausgewogenes Verhältnis. Muss man für sich selber entscheiden, weil Make-up soll Spaß machen. Und mir macht es Spaß, wenn ich diese Polly Pocket-Verpackungen habe und diese Herzchen drauf habe und das, ne, alles irgendwie süß finde.
Aber ich mag es auch, wenn ich den ein oder anderen Euro sparen kann. Also wie gesagt, ihr könnt, wenn ihr die Produkte nachkaufen möchtet, auch ein bisschen was sparen, wenn ihr die bei Lookfantastic bestellt, weil dort habe ich den Code CloudyWelt. Ansonsten bei den anderen Shops jetzt soweit nicht. Ja, also, mir gefällt mein Look. Auf jeden Fall. Ich fühle mich super wohl damit und ich finde auch, dass die Base jetzt besser geworden ist, eben durch die Tragezeit auf dem Gesicht und dadurch wahrscheinlich auch, dass ich das Setting Spray verwendet habe. Jetzt sieht es nicht mehr so mega crusty aus, aber ich fand es irgendwie auch mal wieder cool, ein bisschen Too Faced hier bei YouTube mit reinzubringen. So, ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!